Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Dänemark, passiert nicht oft. Stauning, Danish Whiskey, Rye Whiskey, Barbados, Rum Cask Finish. Destilliert November 2017, abgefüllt November 2021. Jason, ein bisschen länger gebraucht dafür. Ich habe Flasche hier Nummer 135. Fass Nummer 5553 und wir sind bei 54%. Distilled, matured and bottled by Stauning Whiskey in Dänemark. Nicht schlecht. So, Whiskey Base Nummer 198556 und wir liegen hier bei circa ursprünglich 74 Euro. Allerdings, ein paar Leute versuchen das jetzt schon zu verramschen und man kriegt den auch schon für 68 Euro. So, bevor ich mal ein bisschen das vergleiche, ein Kirsch im Import Exclusive. Wie viele Flaschen es davon gab insgesamt, weiß ich nicht. Ein Barbados Rum Cask ist praktisch eine Ex-Bourbon Fass, der Rum befüllt wurde, der das dritte Mal mindestens abgefüllt wurde hier mit ein Rye, allerdings nur ein Finish. Also wenn wir von 200 Liter ausgehen, sollten 200 Flaschen Pi mal Daumen sein, da sein. So, ich habe hier eine Flasche, da stand hier drauf Flaschennummer 266. Also wenigstens 266 Flaschen gibt es denn davon. Stauning ist eine interessante Brennerei, muss man schon sagen. Was ich gerne hätte bei so einer Flasche, ist die Information, wie lange der Finish ist. Da steht auf der Rückseite, diese Limited Edition zeigt die absolute Spitze von was wir bei Stauning tun. Diese Whisky wurde aus einem einzelnen Fass gezogen. Jeder individuelle Fass hat so seine eigene Charakter- und Geschmacksprofil. Das bedeutet, dass jeder Einzelfass-Whisky ist komplett einzigartig. Non-chilled, filtered, kein Farbstoff hinzugetan. Und mit Vorfahren aus diesem Dorf. Wir sind genau mit Wikinger aus Vorfahren aus unserem. Wir sind alles andere aus Barbaren. So, Tiet ist der Künstler, der das hier gemacht hat, dieser Label. Falls es ein bisschen vorkommt wie ein Tattoo, ja, diese Künstlerin war hier. Tiet, geboren 87, ist ein Tattoo-Künstler und Illustrator, sie arbeitet oder er arbeitet, keine Ahnung, in Schwarzwald Tattoo in Odessa. Und ja, Tiet kreiert Welten mit merkwürdigen, wunderbaren Kreaturen und Botanical Additives. Wieso Botanical Additives? Naja, gut, egal. So, das ist der Signatur hier von der Künstlerin. Tiet, oder Künstler. Irgendwo steht es da drauf. Okay, was haben wir jetzt hier? Ich hätte gerne, wie ich gesagt habe, gewusst, wie lange der Finish ist. Das ist hier keine Vollreifung in ein Romfass, es ist nur ein Finish. Ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Wäre gut zu wissen. So, die Brennerei, da ich so lange nicht mehr über Stauning ein bisschen mehr geschnackt hat. Ist natürlich wurde zuerst in Stauning denn dort gegründet, ziemlich in der Nähe davon Skjern. Und es wurde gegründet von 9 dänische Whisky-Enthusiasten im Jahr 2005. Also 20-jährige Jubiläum können sie in 2 Jahren hier feiern. Und es ist die älteste Brennerei im Königreich Dänemark. Ich wusste gar nicht, dass Dänemark ein Königreich ist. Ach doch, es gibt da eine königliche Familie. Und die Idee war es denn dort, genau wie auf Eile es denn torfige Whiskys gibt, lass uns die in Dänemark auch dann machen. Und die haben ein altes Schlachterhaus genommen und eine Person hat das dann gemacht. Der erste Destillierung hat stattgefunden im August 2006. Und die haben dann tatsächlich Jim Murray, der Whisky-Bibel-Typ, da gesehen und Jim Murray war begeistert. Er sagt, ihr macht ganz tolle Sachen, ähnlich wie die Artbacks aus den 70er Jahren.
pusht eure Produktion ein bisschen, mach ein bisschen weiter. Und deshalb 2007 haben sie einen Bauernhof, ungefähr 1,5 Kilometer da aus Downing entfernt, denn dort gekauft und das dann umgebaut zu einer Brennerei. Und dann im März 2009 begann der Produktion da bei dieser neuen Sache. Am Anfang haben sie tatsächlich 200 bis 400 Liter im Jahr produziert. Damit sind sie jetzt dann bei dem Bauernhof dann auf 6.000 bis 8.000 Liter Whisky im Jahr. Das ist immer noch wenig. Und dann hat dann hier tatsächlich einfach mal ein etwas größeres Konzern, Diageo, sich mit 40% eingekauft. Und das war 2015. Und dann haben sie tatsächlich hier das hinbekommen, dass die eine große Produktionskapazitäterweiterung gemacht haben, abgeschlossen, glaube ich, 2000 oder begann die Erweiterung 2018, sodass sie irgendwo zwischen 750.000 und 900.000 Liter im Jahr produzieren können. Das ist nicht wenig. Verschiedene Tours werden dort angeboten: Dänisch, Deutsch und Englisch, wenn man in der Nähe ist, denn vom Hennestrand, Stauningen, Westjütland ist nicht weit weg und da kann man die auch dann gerne besichtigen. So, die haben einfach mal Getorfte, die haben junge Rye, sie haben Single Malt, sie haben Einzelfassabfüllungen, die haben da schon irgendwie interessante Chaos, ist einer ihrer Stauning Bastards, haben sie auch noch. Also das, was sie tun, da ist schon interessant. So, womit möchte ich vergleichen? Ich habe ein bisschen Zeit im Glas gegeben. Ich habe nicht viel Rye, die einen Rum-Finish bekommen haben, aber ich habe noch ein bisschen meine Reste hier von einem Barrel Seagrass, ein Rye Whisky finished in Martinique Rum, Madeira und Apricot Brandy Fässern. Da waren 12.208 Flaschen denn davon. Und ich dachte, ich würde es einfach vergleichen. Ja, also hier, Barrel ist schon eine interessante Firma. Und Seagrass kam bei vielen Menschen in Amerika äußerst gut an. So, wir haben hier 54%. Hier haben wir dann 59,56%. Also warum nicht Seagrass gegenüber hier unser Stauning Danish Whisky Barbados Rum Cask Finish. An der Nase. Schön, angenehm, ein bisschen Alkohol, ein bisschen hier, ich gehe Richtung Zitrus, ich gehe dazu Orangenscheibe in der Backofen für Adventszeit oder Weihnachtszeit, hat ein bisschen hier eine Rummomente, Braunzucker da drin, angenehm, angenehme Nase. Der entwickelt sich und entfaltet sich mehr und mehr mit Zeit. Das ist eher eine dunkle Roggennote. Rogge kann bis hin zu gelb, was sehr hell ist, grün, was sehr, sehr jung ist, bis hin zu einem rötliche lila Ton. Ich denke manchmal an Farben. Und das ist schon eine gute Roggenmoment. Rye Whisky gibt es offiziell nicht als Kategorie in der EU bisher. Und das heißt, man weiß ja nicht, oder ich zumindest weiß ja nicht, ist das 100% Roggen, ist das 5% Roggen, ist das 100% Roggen, was ist Rye Whisky? Auch da wäre es hilfreich, liebe Leute, da wir keine Kategorie dafür haben, das einfach mal irgendwo auf die Etikette zu schreiben. Zutaten. Jeder andere Ding in der Welt muss Zutaten draufstehen, bei Alkohol irgendwie nicht. Oder zumindest hier bei unserem Whisky nicht. Single Malt, weiß ich, 100% gemälzte Gerste. Alles andere in Europa, keine Ahnung. Ja, also das wäre cool, oder? So, meine persönliche Meinung. Ja, also Orange Schale, Orange getrocknet, auch sogar Orangenblütenblüten habe ich dann da drauf. Ich kam nie mit den Seagrass hier klar. Der war immer ein Potpourri, ein Mischmasch, eine einfach zusammengeschmissen, aber nicht wirklich geblendetes Produkt. Zumindest für mich in der Nase. Warum Rum? Warum denn Madeira? Und warum denn dort? Ach, sowieso, was ist denn überhaupt Apricot Brandy? Also Brandy wird denn normalerweise als
Weinbrand, also Cognac, wird aus Traube hergestellt. Aprikosen sind Steinfrüchte, das sind keine Trauben. Und Apricot Brandy, ob das es wirklich überhaupt gibt, ich habe es, glaube ich, noch nie im Laden gesehen, du. So, und dann ein Finish da drin, ist auch so eine Kreation der Fassindustrie in Amerika momentan. Gut. Nippen wir 54 gegenüber jetzt hier 59. Dänemark gegenüber USA. USA. Tschüss. Das erste, was mir hier auffällt, ist einfach mal Vollkorn. Das ist. Also das ist wirklich wie Knäckebrot, wie Vollkornmüsli. Es schmeckt fast gesund. Er hat eine Süße allerdings da drin, als ob ich über mein Vollkornmüsli da Honig rüber gekippt hätte zusätzlich. Da die Süße zusammen mit der roggige Moment kombiniert sehr, sehr schön. Also. Das gefällt mir besser als erwartet. Die 54% der Alkohol ist da, ohne zu stören. Non-Chill-Filter, kein Farbstoff hinzugetan, 4 Jahre. Ich habe nicht zwangsläufig irgendeine Jugend da drin. Nicht eher eine Schärfe, wo ich sage, oh Mensch, nach 4 Jahren hätte es wenigstens 1 oder 2 weitere Jahre haben müssen. Nein. Also der war durch. Auch da weiß ich nicht, in welche Fässer das vorher reifte. Wir wissen, dass Barbados Rum Finish, wie lange? Keine Ahnung. War das First Fill Bourbon Fässern? War das Virgin Oak Fässern? Was denn bei Straight Whiskey, Rye Whiskey in Amerika sein muss? Was waren das vorher für Fässern? Keine Ahnung. 2017, destilliert 2021, jetzt hier. Das heißt, es müsste praktisch hier auf diese alte Anlage gewesen sein, oder? Also die neue Anlage wurde dann da in Betrieb genommen, praktisch jetzt hier in, was steht denn da, 2018. Nach der angekündigten Erweiterung der Produktionsanlage bis zu 2018 sollen da bis zu 750.000 Liter hergestellt werden. Ach, ich glaube, es hat sogar noch ein bisschen länger gedauert, durch verschiedene Faktoren, ja. Also von daher wurde das wahrscheinlich, die haben kleine Ambalik Potstills da, die haben das so getan. Ich glaube, die haben 16 Stück denn da. Und auch denn da ist die letzte Frage, die ich nicht beantwortet kriege, wurde hiermit gemacht mit ungemälzte Roggen oder wurde auch gemälzte Roggen da reingetan? Denn die Jungs da bei Stauning haben ihre eigene Anlage, um denn der Gerste auf jeden Fall selbst zu melzen. Und das ist schön interessant, was sie tun, wie sie es so tun. Und ein bisschen auch, warum sie es so tun. Ja, Whiskey Base 198, 556. Also, wie ich gesagt habe, ein paar Verbrannten, den schon auf 68 Euro. Oh, ich muss einmal probieren, nochmal mit Wasser und dann ein Preis-Leistung auch dann da geben. Aua. Der hat was. Gefällt mir. Der ist nicht weich und süß und rund, wie wir manche Rice auch hier in Europa mittlerweile so kennen. Der hat ein bisschen Ecken und Kanten. Der ist ein bisschen wilder. Der hat wirklich stark diese Rostaromen da mit da drin. Naja, stark. Er hat spürbare Rostaromen mit da drin. Deshalb glaube ich, da ist ein bisschen gemälzte Roggen dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fässer da relativ auch frisch waren. Also noch niemals First Bourbon, sondern da tatsächlich jetzt hier Virgin Oak. Und das ist 3 plus. Also 3 plus, 2 minus. Ich mache gerne Rye. Ich mache gerne guten Rye. Und gerade eben der Finish hier mit der Barbados Rum, ich kenne mich bei Rum nicht ganz so toll aus, der gibt es schon eine süßliche,
Molasses-Moment, so Zuckerrüben-Saft jetzt hier, der alles ein bisschen mit abrundet. Ich habe Wasser reingetan, ich habe der 54 auf ungefähr 48, 46 runter reduziert. Er hat was. Gefällt mir. Wird nicht allen gefallen. Ja, also da muss man rein mögen, da muss man rein mögen. Und auch dann dort tatsächlich auch dieses ein bisschen wilde Rohstoff prägnant im Vordergrund hier vom Roggen auch da haben. Preis-Leistung, ja, also bei 74 Euro, ouch. Also bei 68 immer noch ein bisschen ouch. Bedenkt, das ist ein 4-Jahre-Produkt, das heißt 20, knapp 18 Euro pro Jahr, aua. Allerdings in Amerika sagt man, nach 4 Jahren ist man volljährig, deshalb braucht man kein Alter drauf zu tun. Hier ist es einzufassen. Hat genau die 4 Jahre gehabt. Würde ich zum Beispiel einfach, oh Mensch, das ist kein Rye, aber ich greife einfach für 80 Euro, also für 74 Euro, ab knapp. Kriege ich im Booker's, würde ich das lieber haben? Ja, also würde ich lieber dann da etwas wie ein Elijah Craig Barrel Proof haben, natürlich. Wir sind häufig bei 80 Euro für eine ganz, ganz tolle Rye, auch ein Fassstärk und so weiter. Aber wenn wir in dieses Segment gehen, da runter nach 30 Euro Jack oder 40 Euro Jack Daniel Single Barrel Rye, Sazerac Rye, gehen wir dann hin zu. Pikes, würde ich lieber Pikesville haben? Ja. Also da bist du auch bei 80 herum und da haben wir den kleinen Brüder davon, Rittenhouse. Joa. Aber aus Dänemark, da muss man vielleicht ein Souvenir dort mitnehmen. Wenn man in der Nähe ist und sowieso ein bisschen Urlaub macht oder geschäftlich was zu tun hat, geh vorbei. Sag liebe Grüße vom Whisky Jason, die kennen mich alle da. Zumindest die Gründer davon kennen mich da und die Leute, die im Vertrieb arbeiten. Und sag Hi, denn da von mir. Und wenn Sie die mich nicht kennen, sagen Sie Whisky Druid. Also für mich Riek, den kennen Sie bestimmt. Und jo, mach ein Tasting und nimm eine Flasche mit. Ist eine coole, coole Sache. So, nur ganz kurz zum Vergleich hier unser Seagrass. Der ist merkwürdig. Port, Madeira und dann dort tatsächlich Rum. Entschuldigung, ich habe nur Rum, Madeira und Brandy. Irgendwas stört mich immer dabei. Leicht chemisch, chemikalisch. Nee, hier. Bitte, 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 bitte. Eindeutig. Also, Stouning besser als Barrel Seagrass. Für mich an diesem Abend heute hier. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Meine Frage ist Rye Whiskey. Welche findet ihr toll? Und meine zweite Frage ist, schließen wir einfach ganz kurz Nordamerika aus. Welche Rye Whiskys könnt ihr in Europa wirklich da von ganzem Herzen empfehlen? Ich sage Stouning, ich sage Stork, ich sage Nine Springs, ich sage auch Sliers, wenn man gerne ein bisschen Erdbeernote dabei hat. Eifel macht auch ein paar interessante Eifel Whisky, das heißt Sasse. Machen auch ein paar interessante Sachen. Auch sogar Hubble mit Chief hat auch was vom Rye denn da. Aber aus anderen Ländern außer Skandinavien und Deutschland kenne ich bisher kaum was mit Rye. Ich weiß, dass von der Malt Mariners jetzt hier den Paddy und Leon, also Leon war das, er war unterwegs in Frankreich, hat viele kleine Mikrobrennereien besichtigt und da hat er erzählt, da gibt es einige, die Rye machen. Auch da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, ein bisschen was probieren zu können eines Tages. Super, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde die geteilt, dort wurde sie letztes Jahr auch geteilt. Von daher lohnt sich auch dabei zu sein. Da, ich glaube, kaum jemand macht so eine Vielfalt und verschiedene Flaschen wie ich, von Dänemark bis Deutschland, bis Irland, bis Japan, bis vieles aus Amerika und natürlich Schottland darf nicht fehlen. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.